In diese Richtung befindet sich, und da ist, nee, da ist nichts. Also, ich gehe mal davon aus, ihr habt das alles hier mit Absicht gemacht, ihr seid mit Absicht hier, ihr wollt mit Absicht zuhören. Und deswegen werden wir euch jetzt weiter auf die Folter spannen. Es ist 14 Uhr, wie ich hoffe. Alle gucken bitte. Ja. Und? Ja. Dann geht's los. Thank you.
Vielleicht kann man sich da jetzt einfach ein bisschen da reinversetzen. Man könnte anmerken, dass es natürlich heidnisch ein bisschen Kirche, aber Religion ist universell. Thank you.
Na grijă de teren, vedem să Yeah.
tatsächlich. Ja. Ein Zauberspruch, mit dem die Frauen, hilf mir. Ich glaube, die Frauen haben damit ihre Männer, die in den Krieg gezogen waren, versucht wieder zurückzuholen, also zu beschützen. Das war eins von diesen merkwürdigen Zaubersprüchen. Ja. Das ist eines, das für euch. Thank you.
elbisches Lied. Tatsächlich. Und er singt es auf Elbisch. Ich bin ein bisschen froh dafür. Nun für euch das Elben. Sie hatte wirklich tolle Haare, nur leider hatte sie die nicht nur auf dem Kopf, sie
Brüsten, Gesicht, an den Füßen, den Rest ersparen wir euch jetzt. Auf jeden Fall war es eine wunderschöne Trollfrau und die erbrannte in Liebe zu unserem Mann. Tja, was sollte er tun, denn sie bat ihn wirklich, ihn zu heiraten. Ja, wegrennen wollte er nicht, weil ich meine, er war da zu Hause. Sie fing auch noch an, ihm zu erzählen, ich schenke dir Geld, ich schenke dir Mühlen, ich schenke dir Ländereien, du bekommst alles, was dein Herz begehrt. Ja, war schon schlimm, Zigarettenautomaten waren ja noch nicht erfunden, ne? So konnte er nicht Zigaretten holen gehen, was sollte er tun? Und so fiel es ihm ein. In diesen heiligen Hallen sagte er, ich kann dich nicht heiraten, weil du keine Christin bist. Ja. Ich sehe den einen oder anderen die Augen verrollen. In heutiger Zeit ist das vielleicht ein bisschen anders. Das ist aber die Geschichte von Herrn Manelik, die ihr jetzt auf Schwedisch hört. Was man immer vergisst, ist die arme Trollfrau, der wirklich das Herz brach. Ja. Und der Nachsatz. Die Trollfrau war nämlich verflucht. Und hätte er es geschafft, mit ihr die Hochzeitsnacht zu vollziehen, dann wäre sie zur wunderschönsten Frau auf diesem Planeten geworden. Also, Männer, denkt drüber nach, bevor ihr irgendeine Grüße schickt. Es könnte immer noch was dahinter stecken. Für euch, Herr Manelik. Oh, yeah.
liebe Trommler extrem Ärger bekommen, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich doch mal den einen oder anderen hier vorstellen. Also, guck mal nach vorne, Ian, unser Trommler. Thank you.
lassen. Wenn ihr sagt, oh mein Gott, das war ganz schrecklich, dann erzählt doch einfach, ihr habt in Extremen gehört. Wir wünschen euch noch einen guten Aufenthalt oder wollt ihr noch was hören? Ja. Geschrieben haben. Oh. Für euch ein irisches Lied, Battle Boys.